So. Das war's im Großen und Ganzen mit NPCs hier, aber noch nicht mit Items. Und so, Items werde ich mir jetzt noch holen. So, was haben wir mitgenommen aus unserem ersten Besuch mit Jula? Wir müssen 4 große Seelen holen. Und die werden anders benannt von der guten Emerald Herald als von der Katze, Sweet Chalqua. Und, genau, und das ist schon das Interessante. Das Interessanteste, was wir gehört haben, neben dem Gespräch eben mit dem, Händler, der ganz schön geldgierig ist und auch anscheinend langsam den Verstand verliert, genauso wie der andere, der oben sitzt, der auch schon ziemlich krass seinen Verstand verliert hat und eigentlich nur will, dass alle wie er auch scheitern. Und jetzt habe ich eigentlich schon einen ziemlich krassen Satz gesagt, aber ja. Gehen wir erstmal runter, tun uns das Item. Und noch ein runter. Und Item 1. Morningstar und Cleric-Scheim, das ist schon mal geil, damit haben wir einen Scheim. Und ein Morgenstern. Und jetzt kommt eines der wichtigsten Items. Ein Fernglas! Oh mein Gott, genau, ein Fernglas. Damit können wir Spells ohne Locken einfach losfeuern. Ganz normales freies Zielen mit dem Fernglas und dann einfach Spell losfeuern. Leider kein Fadenkreuz, sondern man muss irgendwie genau die Mitte treffen. Und jetzt verbessern wir erstmal unseren Schaden. Ist das hier? Let me see it. To see light. To see however faint it might be. Schon, dass ich jetzt weggeklickt habe, aber das ist der Standardsatz, wenn du einen Schad findest. Deswegen würde ich immer sagen, wenn wir einen Schad dabei haben. Genau. Da fehlt leider ein bisschen die Animation, habe ich das Gefühl. Und das wird jetzt verstärkt, jetzt haben wir 2. Und das lässt uns doch schon mal weiterlaufen. Jetzt gucken wir uns mal an, ob wir mit der Waffe was anfangen können. Schwächer, mehr Back. Nee. Doch, mehr Poise Damage und mehr Backstep Damage. Ja. Und Scheiben. Aber wir haben ja nicht mal eine Tumor Slot, deswegen brauchen wir auch keinen Scheiben. Und die Ferngläser brauchen wir auch noch nicht zu equippen. Und wir können den Imported, genau. Wenn man die Pfeift spielt, startet man nicht nackt, sondern kann auch sich die Imported Sachen anziehen, weil man die dabei hat. Und ja, das ist nur ein kleiner Hinweis. Jetzt holen wir uns erstmal die Kiste hier. Noch ein Rusted Coin, jetzt haben wir schon 2 davon. Genau. Oh, gehen wir mal weiter. Hier ist sonst nichts weiter. Einfach nur ein Verbindungsgang. Ja, also die Geschichte. Das ist geil an der Souls-Reihe generell. Und das haben sie mit Dark Souls 2 auch wieder richtig gut gemacht. Die Entwickler geben nur Hinweise und die eigentliche Geschichte spinnt man sich selber zusammen. Und das ist das, was es ausmacht. Ja? Weil dann diskutierst du über andere, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und das ist auch der Grund, warum ich die ganzen Dialoge kommentiere, weil man echt auf jeden Dialog achten muss, was sie sagen. Weil jedes ein Hinweis auf die Story ist, jeder Satz, den die sagen. Und also fast jeder, wie man gehört hat. Und jetzt nehmen wir erstmal hier das Human Effigy raus. Und also haben wir jetzt die Möglichkeit, entweder wir gehen oben lang oder wir jumpen darüber, aber wir jumpen mal darüber. Kommt aufs Gleiche raus und verpasst nichts. Homeward Bone, the Soul of Undead. Und. So, Force of the Fallen Giants. Dann schauen wir mal, das sind schon die ersten Höhlen. Das sind nämlich alles, das sind die Kleinen, ne? Das sind Soldaten, die es nicht geschafft haben. Die gegen diesen Curse, gegen den Fluch nicht ankämpft, die es nicht geschaffen, gegen den Fluch anzukämpfen. Und das finde ich, ist eigentlich auch ganz cool, wenn man sich das mal wieder vor Augen ruft. Man kann das einfach so durchrubbeln, aber. Ja. Also die sind schon ewig hier, ja. Seit dieser ganzen Fluchkram eingetroffen sind, sind die hier, weil das sind nämlich schon Hüllen und die haben versagt. Da haben wir schon das erste Summit-Sign, so das Feuer. Und setzen uns hin. Ganz wenig Life verloren. Und hier ist ein Summon-Sign. Ein kleines. Und der möchte ein bisschen Koop spielen, aber ich meine, das müssen wir nicht machen. Mal jetzt gucken mal, ob hier einer vorbeischneiden will. Oder nicht. So.
Jetzt haben wir drei Gegner, die gleichzeitig sind. Der läuft vorne los und der schießt damit Pfeilen. Das ist echt ätzend. Der boxt nur. Können wir sogar. Die haben auch so eine Berserk-Attacke. Das ist ein bisschen mit dem Michael Jackson gemacht. Da hinten, den holen wir uns jetzt im Sprint. Ist er noch erwischt? Ja, das, der stand an der Ecke, aber der Pfeiltyp ist einfach viel schlimmer. Der hier steht auf. Der hat eine Axt und die Axttypen, die springen einen so geil an. Und diese finden, die sind überall Seelen von Lost Undead, ja, was wir im Moment noch sind. Einfach nur Lost Undead und schauen mal, wer das, wer das hier das trägt. Da oben erwarten uns jetzt drei Gegner, deswegen konsumiere ich mal so einen Live-Gem. So, gucken mal, wie wir die machen, die drei. Also der, das wird mein erstes Ziel sein, den muss ich direkt ausschalten. Bisschen von hinten. Versuche ich ein bisschen zu dem Baum zu kämpfen, weil er ein bisschen. Genau, die poise ich direkt noch. Ist noch alles ganz easy. Live-Jam Geduld. Oh, jetzt habe ich durch die Lücke erwischt. Lag da nicht noch ein Item? Der Kollege, der hier sitzt, den kümmern wir uns gleich. Der ist ganz passiv. Und auch. Da steht eine interessante Geschichte dahinter. Aber. Kümmern uns hier erstmal hier oben. Hier so, hatten wir jetzt noch zwei. So. Noch ein Live-Gem. Genau. Der droppt das Heide Knight Sword. Und das ist ein Heide Knight. Also ein Heideritter. Und jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir das Item hier kriegen. Der trifft uns nicht. Da liegt noch ein Item. Ein Short Sword ist das. Ein Kurzschwert. Gucken wir mal, linsen wir mal kurz hier rüber. Und sehen. Erstmal ein ziemlich altes. Was soll ich sagen? Das ist diese alte Festung, von der gesprochen, von der eine gesprochen hat, wo wir hier sind. Also die sehen wir hier, die schon ziemlich verfallen ist. Genau. Jetzt schauen wir, dass wir wieder runterkommen. So, jetzt die Frage. Genau. Gehen wir erstmal runter. Holen wir uns gleich noch ein Item, den wir hier da hinspringen, da unten. Aber jetzt zuerst sammeln wir hier alles ein. Ich bin Effigy und kümmern uns um den Typen hier. Na? Dankeschön. So. Life Gem. Tja, ein Heide Knight. Während er sitzt. Heide Knight, was ist es? Also, er sieht ja ziemlich fertig aus und er hat überall Pfeile drin stecken. Was heißt, er wird ja nicht von hier, er wird ja wohl nicht von hier sein. Das heißt, er hat hier mal einen Krieg gekämpft und die sind wirklich. Also das kann man jetzt der Lore entnehmen. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr alt und quasi auch schon eine Hülle. Ja? Diese Heide Knights kommen quasi aus dem ehemaligen Heide-Königreich vor langer, langer Zeit. Das ist auch Heides Tower of Flames, wo wir noch hinkommen. Und genau, die sind quasi nur noch eine Hülle. Allerdings sind die Heide, Heide-Rüstung, Heide-Schwert und alles, also die ganzen Heide-Spiele-Kunst, mit so Special Alloy, also mit so, sind so, ja, so spezielle Legierung, die eine sehr, sehr hohe Durability, sehr, sehr hohe Haltbarkeit hat. Und deswegen sieht die auch noch so gut aus hier. Und der Typ da drin hat schon so einiges erlebt und ist auch eine Hülle. Kann ich jetzt schon mal sagen. Das sieht man nur nicht.
Und der hier droppt das Heidenite Sword, was wir auf jeden Fall gut gebrauchen können, wenn wir ihn töten. Die tun ja nichts, die haben abgeschlossen und warten jetzt eigentlich nur darauf, dass sie. Genau. Die bestehen quasi nur noch aus Rüstung. Ja. Und sind eigentlich nicht mehr gewillt, irgendwas zu machen. Die sind nämlich als das Heide Towers of Flame ist versunken im Wasser. Und das Heidekönigreich ist also komplett im Meer verschwunden. Und die sind halt geflüchtet hierher und mussten sich einigen zur Wehr setzen. Und ja, also gucken wir mal da. Finde ich sehr interessant, die Geschichte, vor allem, wenn wir da noch hinkommen. So. Ein paar Life-Gems gefunden. Und den könnten wir uns eigentlich jetzt schon mal vorknüpfen. Wahrscheinlich werde ich direkt sterben. Aber dann haben wir schon mal ein gutes Schwert. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, die sind echt wahnsinnig schnell. Kennt, dass er seine 3 kommen macht. Wieder da. Sehr agil. Kann ich auch. Und down ist er. So. Heidenite Sword. Und dann kommen direkt die. Genau, 10 Decks. Genau, 11-10, wie ich hatte ich es doch eigentlich ganz gut getroffen. Gucken wir uns kurz, was wir. 8, ne? Also wird das erste was sein, was wir machen, und zwar auf 10 Decks zu gehen. Okay, weiter geht er. Aufregender Kampf, der ist sehr, sehr agil und greift schnell an, und da muss man das echt gut timen. So, hier überrascht uns jetzt einer an der Ecke. Kam schon an. Gejumpt. Oh, erstmal falsch umdrehen. So. So. Und ich sehe gerade, die Jubelt hier schon ziemlich angeschlagen. Okay, wir brauchen jetzt relativ viel. Deswegen habe ich die genommen. Weil wir brauchen jetzt relativ viele Life Gems. Ich in einen Rutsch gerne durchgehen würde. Genau. Da oben ist jetzt folgendes der Fall. Da steht ein Bogenschütze. Auf diesem Baumstumpf, der über dem Treppenausgang liegt, steht einer, der mit Feuerbomben wirft. Und da ist noch ein dritter, der auch versucht, das Leben zur Hölle zu machen. Und da ich eh die ganze Zeit ausweichen muss, ist es Trumpf 2 nicht zu gehen.
Oh, lol, genau reingesprungen. Okay. Das gibt's doch nicht! Ey, das ist ein Scherz. Das ist so ein Scherz! Oh, Alter, ey. Krass, oder? Also, ey, das war... hatte ich jetzt gerade sehr viel Pech. Immer einen Schritt zurückgegangen ist, als ich angesprungen gekommen bin, oder... Okay. Das Buckler ist genauso wie das Crimson Parma. Nur die gleichen Werte, also physisch erstmal, gehe ich erstmal nur von aus. Hat aber die besseren Parry-Werte. Ah, ich kann es gar nicht benutzen, weil ich dafür 13 Decks brauche. Okay, das ist auch. Halb so schön. Genau. Jetzt mache ich die Tür hier erstmal auf. Und hinter dieser Tür erwartet uns ein Feuer. Ein Feuer und oben ist. Denn es ist auch sein versteckt. Ja, keiner sieht es. Setzen wir uns erstmal hin. Der ist gar nicht klar. Genau. Bevor wir jetzt nochmal wieder ewig lang ein bisschen reden, gehen wir erstmal nach rechts. Dann kümmern wir uns um den Mob, der hier sitzt. Und holen uns das Item. 5 Witching Arts. Also so. Ja, Zauberbomben, kann man so sagen. Dann. Weiter. Die Tür ist verschlossen, aber wir sehen, dass die Tür beschädigt ist. Voll drauf. Und drei. So. Und hier sitzt, da liegt einer, der auch aufstehen will. So. Dann haben wir hier einmal eine Hand Axe und Radiant Life Gem. Der Message steht 100%ig Hurra für Rowling und ich weiß jetzt nicht, warum hier jemand ein Summon Sign legt. Das ist ja totaler Quatsch. Haben wir diese Truhe? Da haben wir schon mal das Small Lever Shield dran. Ne? Genauso schlecht ist, nur leichter. Also ist mir egal, können wir es auch behalten. Der andere, und hier ist eine Eisentruhe und in dieser Eisentruhe wartet unser dritter Essence Flask. Und ein Small White Soapstone, nämlich das kleine Summon Sign, das wir eben gelesen haben, kann man damit legen, gesehen haben, kann man damit legen. Genau. Das hier. Und jetzt reden wir erstmal mit der guten Frau. You're a stranger to this land. Oh, we get as strangers these days. Everybody's gonna run off. Drang Lake's been a pile of rubble since the war fought long, long ago. And the Jones crossed the sea. So, also sie erzählt uns, dass sie auf jeden Fall mal Krieg getobt hat, vor langer, langer Zeit. Was vielleicht auffällt, ist, dass sie so einen Nebel hat. Seems like the battles will never end. Poor folk like myself have nary a place to sleep. That's why I keep all my things right with me. You may travel light, but me thinks you bear a burden of your own. Genau, die scheint auch schon sehr, sehr lange zu existieren. Und, ja. They say these trees grew from the remains of the giants. From each carcass sprouted new life growing into what you see now. But you know what they also say? Don't believe what an old hag says. It's high time that I pick up a move. A bargain for you next time we meet back up. It's high time. So,
Außerdem hat sie noch was von außerdem hat sie noch was von Giants erzählt. Und sie hat direkt erkannt, dass ich vielleicht zu etwas größeren Berufen bin. Und ja. Genau. Und wichtig ist halt, dass sie was von den Giants erzählt hat, die quasi direkt nachdem sie was von dem Krieg erzählt geredet hat. Und damit weiß man eigentlich schon, dass die Giants hier gekämpft haben. Ne? Und ja. Und genau, da werden wir gleich aber noch mehr Beweise für sehen. Und jetzt gucken wir erst, was die zu verkaufen hat. Und dann werden wir neben dem Ganzen. Der Club ist eine sehr, sehr gute Strength-Waffe. Mit meinem Strength-Build, Dual-Wield, Club, perfekt. Ja. Die starke Attacke, damit stunst du sogar Bosse. Und das ist echt abartig einfach, die Bosse damit. Cestus ist sehr krass. Und zwar mit dem Stone Wing, der bei dem allerersten Giant, den wir nicht gemacht haben, da wo die Fußspuren waren, droppt diesen Stone Wing. Und der Stone Wing macht plus 20 Poise pro Schlag. Und Cestus, wenn du die Dual Wieldest, kannst du so eine Hit-Kombo machen. Und dann hittest du, glaube ich, 5-mal? Oder 4-mal? Auf jeden Fall hast du dann quasi dadurch einen kumulierten Poise von 80 bzw. 100 und damit ist jeder Gegner gestunt. Genau, das dazu. Die verkauft die Traveling Merchant Sachen, die eigentlich ganz okay sind für den Anfang, aber ist wieder rausgeworfene Seelen. Des Weiteren noch Spells, ein Heal, ein Miracle. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir uns das dann aneignen. Ein paar Life Gems, Witching Urn, Frozen Life, ein Ferris Lockstone, den wir eigentlich bald ganz gut gebrauchen können, aber die 4000 Seelen kriegen wir noch zusammen dafür. Und viel wichtiger ist Leningrass Key. Und der gute Leningrass ist nämlich der Blacksmith von Jubilee. Und, genau. Den holen wir uns. Und den müssen wir uns holen, weil sonst haben wir keinen Blacksmith. Deswegen ist das schon. Auch die Kohle. Außerdem haben wir einen Schaden gefunden, was nur eins bedeuten kann. Und zwar, wir reisen nach Jubilee. Und für den Rest leveln wir. Und gucken mal, wie viel wir überhaupt leveln können. 3 Level oder so. Wie gesagt, erstmal versuchen. Wir haben 8 Decks. 10 brauchen wir. 2 Level schaffen wir schon. Genau. Das sharp found. Ah, jetzt. Verdammt, jetzt habe ich Talk gedrückt. Das weiß ich gar nicht. So. Muss mal ganz. Oh, wir leveln erstmal. Muss gleich mal gucken, was für eine Rüstung ich eigentlich trage hier. Genau. Ja, zweimal. Dreimal. Das heißt auf jeden Fall den hier. Und Strength, weil das erste Mal ist der 16-10. Habe ich angekündigt. Haben noch 1000 Seelen. Und das ist eigentlich ganz cool. Und jetzt gucke ich gerade mal, was für ein ich hochtrage. Ich gar nicht geguckt. Falconer, genau. Und das verkauft hat ja der gute Mufflin verkauft. Jetzt öffne ich die Tür.